Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. So, aber letztes Mal hatten wir ein kleines Stelldichein mit der guten Triss, haben ihr den Trank verabreicht und wir, als Dankbarkeit hatten wir, wie gesagt, ein kleines Stelldichein mit ihr. Und jetzt sollen wir halt mit Triss zusammen zu Vesemir und den anderen gehen, um halt Leos Begräbnis beizuwohnen. So, und dann beendeten wir damit auch somit dann das Tutorial. Geralt, können wir gehen? Wir sollten Vesemir nicht warten lassen. Wir sollten Vesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenthema. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Es gelang den Räubern, Geheimnisse zu stehlen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten. Ihr Anführer, ein sirikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts, nach Vysima. Und damit haben wir das Tutorial erfolgreich beendet. Und damit sind wir im Kapitel 1, im Umland von Vysima. Es gibt insgesamt, glaube ich, 4 Kapitel plus Epilog. Oder 5 Kapitel? Oh Gott, 4 oder 5 Kapitel, glaube ich, gibt's. Plus Epilog halt. Also schon ein Weilchen. Caroline, ich bin müde. Es ist Kapitel 1. Wir sind bald da. Kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Gut. Wir haben Festmahl. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Das sind die besten Stadtwachen, die es gibt, ne? Geralt,
Euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! So. Fahrgäste. Geisterhunde. So, zack, 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 wir holen wir uns hier. Bam! Oh, leck, leck. So. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Seht. Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tet Derean, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händlichia, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Das war die Prophezeiung der Idline. Die alte Elfenprophezeiung von Idlina. Genau. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Genau, Shani kam auch in den Büchern vor. Das ist wieder so ein Charakter, den Geralt aus dem, von früher kennt. Die auch halt, wie gesagt, in den Büchern halt vorkommt, ne? So, was führt euch denn in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Okay. Von Salamandra habe ich schon so lange nichts mehr gehört. Wisst ihr das über sie? Lange nichts mehr gehört. Das ist denn für eine komische Aussage gerade hier? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte, und mir etwas gestohlen. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte, und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Und was wird aus Alvin? Und was wird aus Alvin?
Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nein, wir sprechen uns noch. Wir sprechen uns noch. Okay. So, ich muss den Geistlichen aufsuchen, um das Mysterium des Umlands zu lösen. So. Neue Quest, Spur der Salamandra. Ich soll den Geistlichen bezüglich der Salamandra-Sache befragen. So, ich sollte mit dem bekanntesten Bewohner des Umlands reden und erfahren, wie ich den Salamandra finden kann. So, was haben wir hier? Meisten Fangzahn und Bestien Schädel. Nehmen wir jetzt mal alles von Anfang mit hier. Selbst Stadtwache ist, eine der Stadtwachen ist getötet worden hier. Das ist gerade zu. So, jetzt gehen wir erstmal kurz ans Lagerfeuer. Link klickt auf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Meditiert beim anbrennen Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Wenn ihr keinen Feuerstein habt, wirkt das Igni-Zeichen. Ja gut, das Igni-Zeichen haben wir aktuell noch nicht, deswegen am Anfang brauchen wir auf jeden Fall noch jede Menge Feuersteine dafür. So, jetzt machen wir mal unser erstes Level-Up. So, wir haben 9 Bronze-Talente. Später, je höher wir kommen, kriegen wir noch Silber- und Gold-Talente. So, jetzt ganz, ganz wichtig, wir müssen jetzt mal am Anfang ein paar Sachen skillen, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Dafür gehen wir jetzt mal in den Intelligenzbaum. Schalten wir das hier frei, das. So, hier, vor allem, das ist wichtig, Kräuterkunde. Ermöglicht es Geralt, Kräuter zu identifizieren und zu sammeln. Weil das brauchen wir, damit wir überhaupt auch halt Pflanzen sammeln können. Und Pflanzen brauchen wir halt für Tränke, ganz, ganz wichtig. So, hier, ermöglicht Geralt, Tränke herzustellen, das ist auch wichtig. So, und hier, hier, Öl. Ermöglicht es Geralt, Öle herzustellen. Auch wichtig. Weil Öle sind halt wichtig, später auch für Gegner zu bekämpfen. Das ist auch ganz nett für den Anfang, den Ungeheuer wissen. Geralt ändert sich an Wissen über einige der mächtigen Ungeheuer, ohne dass er ihnen im Spiel begegnen muss. Das ist für den Anfang auch erstmal ganz, ganz wichtig. So, am Anfang, im ersten Kapitel, haben wir erstmal nur das Stahlschwert. Ein Silberschwert bekommen wir erst später. Deswegen skillen wir am Anfang nur aufs Stahlschwert. In dem Fall erstmal auf schneller Stahl. Dann Schmerz, dann starker Stahl. Und einmal aufs Gruppenstahl. So. Alchemien kann ich noch nichts. Dann meditieren wir nochmal eine Runde. Seid wachsam. So. So, jetzt gucken wir kurz mal ins Ding. Jetzt haben wir schon Informationen über Barguests, über Trockene, über den Furchtbringer, über die Ghule und über Gravier. Auch schon mal ganz wichtig. So. So, was haben wir hier? Wir haben hier noch Fässer. Ein Feuerstein. Haben wir den einen verbrauchen wieder drin? So. Kann schon mit Reisenden sprechen. Hier ist ein Kräuterkundler aus Visima. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ja. Ich denke, wir können nur warten. Wir haben ja aktuell Corona. Die Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es denn mit dieser Pest auf sich? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Naja gut, das stimmt aber. Hexer sind halt immun. Gegen Krankheiten und dergleichen. So, gibt es Banditen im Umland? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Ja, in Fragen hatten wir sowieso vorgehabt. Erzählt mir von der Bestie. Erzählt mir von der Bestie.
Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Was? So, erstmal kurz, ich kann mit dem handeln. Okay, wir verkaufen jetzt erstmal hier ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Ziegenmilch. Wir kriegen zwar nicht allzu viel davon raus, aber für den Anfang ist mal, ist das ganz okay. So. Also, was verkauft er denn? So, 300, ja, wir haben noch kein Geld dafür, um uns diese Pflanzen zu kaufen, diese Bücher. Ihr seht hier schon, hier über unterirdische Pflanzen, an Herbarium Pflanzen, die unterirdisch wachsen. Das sind so Bücher, die wir bräuchten, zum Beispiel Pflanzen zu identifizieren und zu sammeln hier draußen. So, eigentlich ist eine Anschlagtafel. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Hinweise, links klickt auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechts klickt auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. So. Was für ein Regen. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Bargastvertrag. So, tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 Bargastenschädel bringt, erhält 100 Orans. Abigail, die Kräuterkundlerin. So, 10 Bargastenschädel für Abigail sammeln. Dann haben wir noch hier den ertrunkenen Vertrag. Ach, rechts. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen im Flussufer annimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach dem Geistlichen. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der ertrunkene Eintrag im Bestarium erforderlich. Ja, das meine ich. Hier haben wir schon mal die erste Aufgabe. Hier brauchen wir den ertrunkenen Eintrag im Bestarium, um halt diese Gehirne zu bekommen. Für diese Aufgabe. So, 3 ertrunkene Gehirne. Dann haben wir noch hier einen Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Hier brauchen wir auch Ghoul-Einträge. So, ich muss für Kalkstein das Blut von 5 Ghoulen sammeln. Und hier haben wir einen Haftbefehl für den Professor. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Krone schuldig ist. Darunter folgende und viele weitere Missetaten. Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterstupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinen Verbrechen schuldig. Der ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orans für denjenigen aus, der diesen Mann für die Justiz übergibt, tot oder lebendig. Im Namen seiner Majestät König Foltest, Vincent Mice, Hauptmann der Stadtwache. Neue Quest gesucht. Um die Feinde des Prozessors zu finden, muss ich mit der Stadtwache in Wysima sprechen. So. Jetzt gucken wir mal kurz ins Glossar. So. Bargast-Eintrag haben wir. Ertrunkener Eintrag haben wir auch. Und Ghoul-Eintrag haben wir auch. Das heißt, wir können die ganzen Quests, die wir bekommen haben, eigentlich schon direkt lösen. Schon mal richtig praktisch. Und deswegen habe ich auch gerade eben da schon mal reingeskillt. Hätten wir es nämlich nicht, hätten wir jetzt erstmal ein paar Sachen suchen müssen. So, Gasthäuser und Tavernen. Meditiert in Gasthäusern, sprich mit dem Gastwirt und links auf Meditieren. In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprich mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus in die Taverne holen. So, dann machen wir nochmal kurz hier einen Safe. So, hier zum Beispiel, Oleg, haben wir hier schon mal der Kalkstein. Ja, 3 Unzen Optima Mater, 1 Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leistet. Die Ladies können es kostenlos. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen.
Na gut, na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihm. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Der sieht aus wie so ein Affe eigentlich, ne? Aber ich mag seinen Akzent. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Vizima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Vizima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Ja, wohl wahr. Viel Glück. Ja, fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Ja, danke. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. So, braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Ja, mit dem Ghoulblut, ne? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Nein, ich komme hab ich wieder nicht. Zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Gut, Ghule finden wir halt meistens in Grüften. Die gehen wir aber später erst rein. Was führt euch hierher? So, eine Dialogoption haben wir noch mit ihm. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah! Endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit! Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben. Ja, okay, wir haben es verstanden, glaube ich. Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen?
Wie kommt ihr denn an eure alchemistischen Grundstoffe? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ach, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Der rollt das eher so sehr. Woher bekomme ich die Zutaten? Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche... Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Ah, witzig, wir sind selbst ein Hexer, witzig. So, ich interessiere mich auch für Formeln. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Na gut, ich denke, ich habe erstmal genug davon gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, okay, ich merke schon, der ist sehr versessen auf Alchemie. Liegt wohl. Okay. So, wir haben noch ein Fass. Noch ein Korb, nehme ich mal alles mit von Anfang. Jetzt steht ja auch kein, wenn wir hier einfach die Sachen ausplündern. Gut, aber ich würde sagen, wir reden erst beim nächsten Mal mit den anderen Leuten hier. Zum Beispiel mit dem Schank mit Olaf. Aber erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, Leute.